Hi Leute, von mir gibt es mal wieder ein Video im Park. Ja, aber ich sitze gerade auf so einem spitzen Baumstamm, weil die Bänke alle so belegt sind. Jedenfalls die sonnigen, die ich mag. Aua, pieks ein bisschen. Ja, und zwar wollte ich mit euch ja ganz viel teilen, eben nicht nur Rezeptvideos. Aber da ich an diesem Wochenende so im Weihnachtsfieber war, dachte ich mir, muss ich mir die Kamera schnappen und das festhalten. Ja, eigentlich möchte ich ganz viel festhalten im Moment. Ich möchte das nicht so unstrukturiert machen. Es soll schon eigentlich ein bisschen Struktur haben. Ganz großen lieben Dank erstmal an alle schönen Zuschriften oder lieben Nachrichten, die mich so erreicht haben. Und echt Wahnsinn. Jeder hat mir so seine Geschichte mitgeteilt und manche haben mir auch gesagt, dass sie das Video sehr berührt hat und was ich sehr schön finde und ja eigentlich der Sinn der Sache war. Und nun möchte ich eben mit den weiteren Themen halt auf dieses Thema aufbauen und ja, irgendwie so ein bisschen Klärung da reinbringen. Nicht nur inspirieren, sondern auch etwas Klärung reinbringen. Es sind ja nun einige Abonnenten dazugekommen, freue ich mich total und ich hoffe, dass ihr meinen Weg noch länger begleitet und ich auch weiterhin von euch Sachen hören kann, wie es bei euch im Leben weiter verläuft. Wenn ich das Thema einfach zu sehr ausschmücke, ich glaube, dann schalten die Gemüter schon nach einiger Zeit ab und haben keine Lust mehr, das Video zu sehen. Weil viele beschäftigen sich ja immer nicht so sehr mit dem Körper. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das einfach so kurz und möglich, wie nur möglich, aber halt trotzdem verständlich. Das wird auf jeden Fall eine sehr große Videoreihe. Und deswegen dachte ich mir, mache ich das Step by Step. Immer kleine, kurze Videos. Das Video, so dass das Video halt immer wirken kann und dass es einfach nicht zu viel Input auf einmal ist. Videothema 1 ist Krebs. Was ist Krebs? Krebs sind krankhafte Veränderungen von Zellen. Man nennt sie auch die entarteten Zellen. Also es waren ja mal ursprünglich normale Zellen, die dann halt entartet sind. Warum sie entarten, erzähle ich dir auch gleich. Also diese entarteten Zellen teilen sich öfter und schneller als gesunde Zellen. Ja, was es zu einer Kettenreaktion führt. Aber das tut so weh. Sie vermehren sich unkontrolliert, bis ein Zellklumpen entsteht, den man eben Tumor nennt. Krebs ist auch ein giftiges Abfallprodukt des Stoffwechsels. Ich bin der Meinung, dass auch Parasiten ihren Teil dazu beitragen. Denn sie ernähren sich von unseren Nährstoffen und geben giftige Abfallstoffe ab. Toxine. Die wirken toxisch in unserem Körper. Und zum Thema Parasiten mache ich aber noch ein separates Video, weil da kann ich dann, ja, noch mal genauer drauf eingehen. Soll jetzt einfach nur mal angeschnitten werden und warum ich der Meinung bin, warum die ihren Teil dazu beitragen und warum ich mir so sicher bin, dass eigentlich fast jeder Mensch sie hat, der sich jedenfalls nicht mit diesem Thema beschäftigt. Wie entsteht Krebs? Krebsgewebe entsteht mit unseren bewussten Entscheidungen. Die Betonung liegt auf bewussten Entscheidungen. Deswegen habe ich in meinem allerersten Video, in meinem Vorstellungsvideo gesagt, werdet euch bewusst. Ja. Das Thema baut noch so weit auf. Ja. Man muss sich in allem bewusst sein, bewusste Entscheidungen treffen. Und warum komme ich nun darauf, dass Krebsgewebe mit unseren bewussten Entscheidungen entsteht? Punkt 1, was wir essen. Leider ist das nun mal heutzutage so, dass wir alles Mögliche in uns hineinstopfen, uns aber nie hinterfragen, was wir da eigentlich essen. Punkt 2, was wir trinken. Ja,
auch trinken wir alles Mögliche, ohne das jemals zu hinterfragen, was macht das eigentlich in unserem Körper? Nährt es uns oder schadet es uns? Punkt 3, was wir denken. Gedankenhygiene betreiben. Das hatte ich letztens auch mit einem Zuschauer auf Facebook geschrieben. Thema Gedankenhygiene und er fand die Gedanken sehr inspirierend. Dazu wird auch noch ein separates Video kommen, weil es doch sehr viele Stichpunkte sind, die man einfach dazu erläutern muss. Punkt 4, wie wir leben. Auch unsere Beziehungen. Werdet euch klar, wie lebst du eigentlich? Oder wie leben wir eigentlich? Wie sind die Beziehungen zu anderen Menschen? Also zu Beziehungen zähle ich zum Beispiel auch nicht nur die Beziehung zu meinem Partner, sondern auch die Beziehung zu meinen Freunden, die Beziehung zu meinen Eltern. Einfach so alle möglichen Beziehungen. Hinterfrage sie mal und beobachte einfach mal, tun sie dir gut? Warum sage ich nun diese 4 Punkte? Diese 4 Punkte führen zu freien Radikalen. Nun ist die Frage, was sind freie Radikale? Freie Radikale sind aggressive chemische Stoffmoleküle mit nur ein Elektron, was sie ebenso gefährlich macht. Wieso sind freie Radikale so schädlich? Sie stören beim Stoffwechsel wichtige Prozesse. Freie Radikale führen zur Schädigung der Zellatmung. Sind unsere Zellen nun so stark geschädigt von den freien Radikalen, kann Zellatmung nicht mehr aufrechterhalten werden. Nun schalten Mitochondrien auf Energiegewinnung ohne Sauerstoff um. Was sind Mitochondrien? Mitochondrien sind die kleinen Kraftwerke, so kann man die sich vorstellen. Also wir haben ja Zellen und jede von der kleinen Zelle hat Mitochondrien, also so ein kleines Kraftwerk drin, wo die Energie drin entsteht. Die Mitochondrien nun auf Energiegewinnung ohne Sauerstoff umwechselt. Wovon leben denn die Zellen dann oder wovon ernähren die sich denn? Sie schalten auf Gärung um. Nun nochmal doch bei mir zu Hause, weil unterwegs leider mein Akku alle gegangen ist. Also, Stichpunkt Gärung. Vergärung von Zucker, denn Krebs mag keinen Sauerstoff. Wie kann ich gesunde Zellen stärken? Ja, Antioxidantien, die kleinen Retter der Not. Man nennt sie auch Radikalfänger. Da freie Radikale nur ein Elektron besitzen, wie ich vorhin sagte, springen nun die Antioxidantien ein, um halt dem freien Radikal das Elektron zu geben, was ihm halt fehlt, um unsere Zellen zu schützen. Ja, das war der kleine Rest, der vom Video noch gefehlt hat, aber er musste mit dazu und genau. Ja. Auf jeden Fall wird noch ganz, ganz viel darauf aufgebaut und da folgen noch ganz viele Videos und dazu in die Richtung und die und deine. Ja, ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ihr konntet irgendwie doch etwas mitnehmen und falls nicht, auch gut, dann seid ihr auf jeden Fall schon auf einem guten Weg. Tschüss.